Leute, was geht ab? Kelvin. Ich bin's Marvin. Und heute testen wir neue Produkte aus dem Supermarkt. Ja, Mann. Frische Ware 2024er Produkte. Yes. Leute, wir sind sehr gehypt. Wir testen die, ja. Ob die wild sind oder nicht. Genau, wir kennen keine davon. Alles neu. Genau, und für den neuen Teil davon, wie viele Likes benötigen wir dafür? Bei 10.000 Likes kommt ein weiterer Teil von den neuen Produkten, die es so im Supermarkt gibt. Genau, und ja, schreibt gerne in die Kommentare, was wir noch für neue Produkte testen können, wenn ihr welche kennt. Ja, mal schreibt's rein. Die wir extra besorgen sollen, dann machen wir das auf jeden Fall. Safe. Und ja, Mann, ich würde sagen, wir machen immer abwechselnd. Ja, wir testen einfach mal. Wir geben eine Meinung von 1 bis 10. 10 ist das Beste, 1 das Schlechteste. Und ich würde sagen, Schnick, Schnack, Schnuck. Der Gewinner darf anfangen. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Yes, sir. Dann greift zu. Yes, sir. Okay, wir fangen an, Leute, mit... Was haben wir hier Wildes? Oh, direkt mit einem wilden Produkt. Und zwar... Tic-Tac Sprite, Bruder. Alter. Tic-Tac Sprite Geschmack. Ey, zur Zeit ist auch Tic-Tac Combo Koop mit Sprite einfach. Krass. Limited Edition, Leute. Könnte sehr erfrischend sein. Könnte krank sein. Crazy, weil Sprite ist auch... Sprite Zero ist mein Lieblingsgetränk aktuell. Eins meiner Lieblingsgetränke auch. Und auf einmal Tic-Tac Sprite. Also das finde ich krass. Könnte sehr erfrischend sein. Das könnte geil sein. Weil sonst also, Tic-Tac, was ist sonst immer? Hat auch so ein... Hat das verschiedene. Es gibt diese roten, die waren immer wild. Die roten, die waren so ein bisschen süßer. Genau. Aber es gab auch so scharfe. Stimmt. War schon so wie so ein... Wie heißen diese Bonbons, die Lutschbonbons, die so voll scharf sind? Oh, die sind gelb. Oh, die sind richtig gelb. Oh, Leute, gelb. Wie Kelvins Zähne. Wie deine Zähne, Bruder. Leute, Kelvins Zähne einfach hier drin. Deine Zähne. Oh, shit, sieht aus wie Mais, Alter. Oh, Alter, ja, mein Mais. Sieht aus wie Maiskolben, Bruder. Das geht hier ab, Alter. Crazy. Leute, Mann. Okay. Crazy. Nehmen jeder eine Handvoll. Okay, dann okay. Dann ballern wir uns rein. Geschmackserlebnis pur jetzt hier mit einer ganzen Hand, ne? Okay, cheers. Cheers, Mann. Boah. Haben wir den Weißen? Mhm. Mmh. Lecker, Alter. Alter. Boah, die sind krass. Sehr süß. Mmh. Mmh. Hammer. Oh mein Gott, sehr zitronisch auch irgendwie. Voll nach Zitrone, ja. Zitrone, ja. Mmh. Boah, Leute, das ist einfach... Irgendwie kommt Sprite gar nicht durch, weil ja. Sprite ist ein bisschen erfrischender. Das ist einfach ja, so Zitrone. Wie so ein Zitronenextrakt. Sehr zitronisch. Ist mir viel zu viel, Mann. Ist auch viel zu süß irgendwie, also, ne? Sehr süß. Leute, sind auch... Genau, aber trotzdem irgendwie lecker. Ja. Auf 100 Gramm 64 Zucker, also genau. Extrem süß. 1 bis 10 gebe ich mal. Ich vom Geschmack auf jeden Fall eine 6 hat es verdient. Okay, ich gebe mal eine 4, weil es für mich absolut nichts Langfristiges ist. Statement, aber Sprite ist halt ein bisschen erfrischender. Ja, yeah, halt da hat Sprite nicht so krass getroffen. Zu viel Zitrone, yeah, das genau. Ist das Ding. Aber, okay, netter Versuch. Next. So, was haben wir hier? Oh. Crunchy Chips. Oha, guck mal hier, so ein richtiger Wrap, Alter, oder? So Dorito, ne? Dorito-Style. Boah, guck das mal an, ja. Saftig, Mann. Und hier, Limited Edition steht hier noch. Okay. Krass, also auch. Krass, ich meine, ob die nach Burrito schmecken jetzt. Ich bin so gespannt. Also das Bild sieht ja schon mal vielversprechend aus. Ja, also wie soll jetzt Burrito schmecken? Das ja, Mann. Das in einem Chip ist schwer, glaube ich, zu treffen. Ich zeige euch mal hier. Oh, sehr geil gewürzt. Die riechen genial, ey. Boah, aber die riechen wirklich wie festes Essen. Ja, krass. Wie Tacos. Ey, wie dieser Taco. Wie Tacos. Das schmeckt, also wie so Bohnen, nee, wie Dings. Chili con carne, Bruder. Ja. Chili con carne, Bro. Das in einem Chip. Chili con carne in Chip, Leute. Ja, guck mal, ob die jetzt in Braun. Oh, shit. Mexican Cheers, Spice, Bruder. Mmh. Boah. Mmh. Auch noch so, Boah. Ey, schmeckt echt wie Chili con carne. So richtig geräuchert irgendwie, dieser Geschmack. Und, wow. Da gibt's noch mal wow, clean, Mann. Boah, ist gut. Boah. So Geschmäcker kann ich mir aber nicht immer geben. Mmh, ist nicht so langfristig. Zu penetrant. Ist sehr penetrant. Ja. Aber jetzt so auf neutralen. Ganz neutral, ist geil. Also ich gebe mal auf jeden Fall eine 6. Schaut deutlich besser. Ich könnte das jetzt nicht mehr essen so. Aber jetzt nach. Die eine Hand hat mir schon gereicht, ja, Bruder. Der Nachgeschmack ist jetzt so kräftig. So kräftig. Da krieg ich schon fast okay, da gebe ich jetzt eine 4. Da krieg ich. Also. Und Leute, wir haben die Takis hart gehatet, weil der. Ja. Und so langsam kommt ihr gerade zum Taki-Vibe. Bisschen Taki-Vibes. Wir mögen Takis gar nicht. Wir mögen die überhaupt nicht. Also. Nicht so geil für mich. Jetzt, ich nur noch so, jetzt er wird gerade kräftiger. Zu viel. Das ist mir doch zu viel. Da habe ich lieber simpel einfach Salzchips. Ja, einfach Kartoffelchips. Ist schön. Schön salzig und entspannt. Ja, 6 und 4, ne? Ja. Max! Und noch schöne Grüße an Biams. Bam! Du hast die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr von uns gegrüßt werden wollt, gebt dem Video einen Daumen hoch, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, ganz wichtig. Und schreibt einen Kommentar mit Hashtag Glocke aktiv und ihr habt die Chance hier von unserem Video gegrüßt zu werden und eingeblendet zu werden natürlich. Viel Glück! Okay, mal was Süßes, Schokoladiges und zwar
Werther Caramel Bites, Bruder. Neu im Handel. Was ist Caramel Bites, aber das ist noch so Schokoklumpen irgendwie. Cookie. Ach, Caramel Bites mit Cookie. Oh, das sieht richtig lecker aus. Das ist eine krasse Kombi. Neu, komplett neu, Bruder. Ja, neu. Steht oh, drauf. Ich liebe diese Verpackung, die man wieder verschließen kann, wenn man nicht alle isst. Genau. Dann ist die Packung da offen. Okay, sehen ganz normal aus. Karamellklumpen, ne? Ah, so ganz. Und da drin ist jetzt Cookie anscheinend. Also außen Karamell. Also sieht aus wie so Hundeköttel eigentlich. Ja, Mann, kleine Köttelchens. Aber mal sehen, was sie können, ne? Tschüss. Mmh. Mmh. Boah, lecker. Mmh. Wow. Clean, Mann. Matter. Piep. Von N-Cookie. Boah. Konsistent. Ist geil. Wild. Aber ich glaube, ich feiere den normalen Salt Karamell besser. Mmh. Die kriegen den Cookie echt hin, ich schmeck den raus. Mhm. Krass. Sehr lecker. Mhm. Hat auf jeden Fall. Weil die haben das, guck mal, was drauf ist, guck mal, die haben den Keks hinbekommen. Ja. Und dann diese schönen knackigen Bälle. Wenn nicht sogar 8, also. Ich gebe eine 7. Kann man sich immer geben. Also 8 Fake. Punkte, also, auf jeden Fall. 8 ja. von 10. Stark, sehr wild. Starkes Ding. Ja. Okay. Boah, jetzt. Okay, das nächste Produkt. Alter. Salted Mini Bagel. Hier steht's neu. Alter, wie crazy. Hab ich schon nie gesehen. Mini-Bagel als Süßigkeit. Ja, bei Bagels also, sind wir eigentlich so fette Kringel, ne? So als Cracker-Style, ne? Das als Cracker? So Brotchips war der letzte Stand, den ich so hatte, was so ja. gibt, ne? Wow. Also, kann ich mal. Okay. So ein bisschen wie eine Brezel, aber anders, ne? Ja. Oh. Ah, okay, so kann man es auch aufmachen. Nein. Das riecht aber interessant. Boah. Okay. Gut, oh nein, Alter. Ist da dieses Anis-Kümmel-Dings? Ich hasse das. Oh, das ist ein kräftiges Gewürz. Boah, das sieht aus nach diesem Kümmel-Anis. Okay, wenn du es nicht magst, dann hast du Pech. Ich hasse das. Rein Tschüss. Damit. Das ist lecker. Mmh. Boah. Mmh. Ey, das schmeckt ja schon fast gesund, Alter. Ja, ne, Mann. Zu gesund, ne? Ja, die Würzung ist komisch. Also das ist jetzt nicht, was ich mir holen würde. Ja, das ist auch dieses Anis, glaube ich. Magst du es denn, ne? Nee, Mann. Da scheppert Salzstangen mehr. Oder nee, Brezel. Würde ich mir niemals holen, Alter. Ja. Boah. Einfach. Ja. Nee, Mann. Muss eine 2 von 10 geben. Ist sehr speziell. Kannst jetzt essen, ja, aber. Auf den Geschmack muss man stehen. Mhm. Ist nicht so penetrant. Für mich ist kann man echt essen. Ja, ist für mich neutral, aber ich würde es mir jetzt auch nicht mehr holen. Das ist mein Ding, du. 2 von 10, Bro. Ja, Mann. Ich gebe 4. Okay, nächste Produkt. Und zwar M&M's. Oh, welche Geschmackssorte ist das? Oh, Schokolade Mini. Also mhm. neu daran, die sind einfach extrem klein. Ah, okay. Okay, ganz normal Schokolade. Einfach kleiner, man kann sich mehr auf die Hand tun, ne? Okay. Boah, die sind aber echt Boah, klein. Boah, die sind Alter. Richtig klein, Leute. Freunde, ich sag's euch. Junge. Die sind winzig, Alter. Können machen Mini essen versus... Ey, ist das nicht die größte, die auch bei McFlurry ist? So Mini ungefähr? Versus XXL essen. Ja, ja Mann. Die sind perfekt für McFlurry. Ja, aber McFlurry sind, glaube ich, dicke sogar drin. Hm, ja, aber sonst wie immer, ne? Ja. Aber man kann sich mehr... essen die perfekt. Man kann sich mehr ins Maul stopfen. Ja. Mmh, die haben immer so geilen Eigengeschmack. Obwohl das nur Schokolade ist, umso kleiner, desto Boah. Feiner. Richtig intensiv. Echt intensiv. Richtig wild. Schmeckt wie immer, aber irgendwie... Noch richtig. Geiler. Ja, hat was, hat was. Mhm. Boah. Kann man geil zerbeißen. Ja. Gib 8. 8 Punkte. 8 Punkte, souverän. Ganz unkompliziert, ist wild. Geil. Taco-Style. Oh, Taco? Schon wieder Taco. In Knickknacks, Alter. Oh, shit. Was ist denn jetzt hier los mit Knickknacks? Ich liebe Knickknacks Standard einfach. Da gab's immer Schafe, ne? Die waren ja, aber auch unnötig. Die Basic war immer geiler. Basics zu krass. Aber Taco? Basic Knickknacks zu krass. Ja, die Basics eigentlich mal geil. Ja, Taco? Okay, mal gucken. Finde ich sehr interessant. Also die Schnickschnack ist eigentlich immer zu viel. Ja. Die wollen halt natürlich was Neues bringen, aber ist zu viel des Guten. Manche Sachen sind Classic immer perfekt. Ja, Mann. Mal gucken, ob die wenigstens geiler als Barbecue gab es, glaube ich, mal davon. Ja. So halt, was scharf ist. Okay, tschüss. Also sehen wir immer aus. Sehr geil gewürzt. Ganz aus, du fette Hand, Leute. Sehr gesäuert. Ja, Mann. Mhm. Ganz gierig sind wir die Folge. Ja. Ah. Was ist Boah. Das, Digga? War nichts mehr mit Lücklings zu tun. Was ist das für ein soziales Experiment, Alter? Mm. Wir sind gerade die Versuchskaninchen. Digga, das gefällt mir überhaupt nicht, Alter. Zu viel, Alter. Classic, ja. Ich werde zu viel. Das muss echt nicht sein. Das ist nicht geil für mich. Mein Mund brennt schon, obwohl es nicht scharf ist, aber es ist zu gewürzt. Das stimmt irgendwie nichts. Nee, Mann. Feier ich gar nicht. 2 von 10, Bruder. Die Classic sind 10, das ist 2. 2 von 10, Bro. Fühl ich mich an, Bruder. Bin raus. Okay, kommen wir zum letzten Produkt. Und zwar haben wir jetzt die originalen Karamell Bites. Einfach Karamell Bites. Crunchy. In Schoko waren die genau, original, ne? Die Brüder von denen.
Ja, Mann. Das sind die Originalen. Das sind die Originalen. Ja. Krass. Die sehen optisch. Perfekten Vergleichstest. Sehr interessant. Oh, die sehen. Irgendwie sehen die größer aus auch. Irgendwie größer, ja. Aber sehen fast gleich aus. Aber sehr saftig. Saftige Kettles. Die haben Potenzial, glaube ich, Dinger. Mit einer geilen Füllung. Die sind heftig. Boah, bin gespannt, der sehr. Boah. Nur Karamell. Und dieser Crunch, ne? Boah. 10 von 10. Ohne Spaß. Karamell. Kategorie Karamell. 10 von 10. Ja. Karamell ist so krass, ne? Weil Karamell benutzt. Auch in Eis und so. Nimm mal geil. Der Karamell liegt, das ist echt ein 10. Boah. Sehr befriedigend. Ja. Nice, das war's mit den neuen Produkten für heute. Mann. Waren noch mal ganz andere Sachen, die nicht so gängig waren. Ne? Leute, wenn ihr noch neue Produkte kennt, die wir jetzt noch nicht gesehen haben, schreibt unbedingt in die Comments, dann testen wir die beim nächsten Teil. Die werden wir auf jeden Fall berücksichtigen, deswegen schreibt die rein. Fetten Daumen hoch. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um kein Video hier zu verpassen, Leute. Yes, checkt unbedingt noch unseren Merch-Shop ab. Link in der Beschreibung. Und auf YouTube Brownies, auch Link in der Beschreibung. Kommt jeden Tag ein Video-Upload. Yes, sir. Und dreimal die Woche sind wir da live. Da seht ihr, wie wir die Videos live produzieren. Yes, sir. Montag, Dienstag und Donnerstag gegen Abend. Ja, man, seid auch am Start. Abonniert da auch. Und aktiviert die Glocke, Leute. YouTube Brownies. Bis zum nächsten Video. Peace!